Wildes Kindwurm. Hätte man sich vor dem C-Day darüber gefreut. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Abenteuerwoche hat angefangen. Und wie die angefangen hat, direkt mit einem 100er Cognodon für mich. Erste Quest, direkt bei mir zu Hause. Bam. 780, 100er Cognodon. Check das Video von gestern ab. Mach jetzt ein paar Gehen, ein paar Quests, ein paar Shinies antippen. Und dann eben die legendäre Rage-Stunde. Ich entwickle mal hier ein Anorit für die Quest. Und versuche jetzt diese Woche während des Events eine Menge Quests zu machen. So, ich zeige euch gleich mal, wie viele Quests ich überhaupt habe. Leider kein Shiny Onyx. Aber hoffentlich kommt noch einer. So, ich habe Quest genau 5405. Bin gespannt, wie viele ich am Ende der Woche habe, wenn ich mich mal echt eine Woche auf Quest konzentriere. Ich habe euch gerade abgeschaltet und direkt ein Shiny bekommen. Problem, das Shiny habe ich schon. Sogar zweimal schon. Vielleicht mag das ja irgendjemand haben, kann ich gerne tauschen. Das ist mein drittes jetzt. Den ersten habe ich sogar am ersten Tag bekommen, wo Stoll Junior eingeführt wurde. Schade, ich hätte echt gerne einen anderen gehabt. Es gibt einen Trick, ich hätte warten können. Also das Pokémon, genau an dieser Stelle, das ist jetzt garantiert Shiny für mich gewesen. Ich hätte warten können, bis das despawnt und ein anderes an dieser Stelle spawnt. Und wenn es das auch in Shiny gibt, dann wäre es das Shiny geworden. Wir haben hier zweimal die Buddy Quest. Ich finde die ganz gut, ist eigentlich ziemlich leicht zu erfüllen. Aber leider kein. Ich kann den nicht im Stapel lassen, sondern muss den fangen, weil ich brauche die Bonbons für die andere Quest, wo man den entwickeln muss. Noch habe ich genug Bonbons, aber im Verlauf der Woche wird es wahrscheinlich knapp. Dementsprechend muss man jetzt schon mal vorsorgen. Wenn man übertreiben will, kann man auch gelbe Berge verwenden. Und? Nee, leider nicht. So. Ich entwickle mal wieder ein paar Sachen für die Quest. Mach hier ein paar Agengard noch, alle gelb. Bevor es losgeht. Wir stellen uns wieder in den windsicheren Bereich. Keine Angst Leute, ich habe meinen Windschutz dabei, falls es schlimmer wird. Und? Nee. Shiny Onyx. Gold. Der sieht schon nicht schlecht aus. Leider nicht. Jo. Die legendäre Feierabendstunde beginnt in einer Stunde ungefähr. Mal schauen, was so geht. Ich bin gespannt. Vielleicht ein, zwei Shinies noch. 3, 4, 5, 6, 7. Wer weiß. So, Rage-Stunde beginnt. Also nicht wirklich. Wir haben noch 24 Minuten, aber hier ist schon mal ein Raid offen. Den nehmen wir mit. Ich habe echt keine Ahnung, ob ich zack, zack machen soll oder wie letztes Mal jeden zweiten auslassen und dann in Ruhe fangen. Eigentlich ist es mir egal, Mann. Ich will nur die Arena-Punkte. Und dann halt die Shinies. 18 Leute. Scheint schon gut abzugehen. Also allgemein, die Rage-Stunden sind sehr beliebt, auch in den anderen Städten, was ich so mitbekommen habe. Vor allem jetzt diesen Monat ist ja echt jede Woche eine. Ich bin echt gespannt, ob das nicht Overkill ist und zu viel ist. Weil nächste Woche ist auch nochmal Cresselia, ob ich da noch so Bock habe. Ich richte mich nach den anderen und dann Kyogre zweimal. Und dann wahrscheinlich Godon zweimal. Kannst du ja nicht für Cresselia und Godon machen. Kyogre und dann für Godon auslassen. So, erster Cresselia, schauen wir mal. Windschutz ist drauf. Sollte alles hier gut sein für eure sensiblen, empfindlichen Ohren. Sehr schlecht. Also, was heißt sehr schlecht, aber schlecht halt. Glückstausch mit Mugat. Mein erster Lucky-Freund damals. Er möchte haben Giratina Urform. Der ohne Beine, gell? Genau. Und das ist ja nie so. Was? Den anderen. Urform hast du gesagt, Mann? Nein, Mann, den... Oh, Mann. Ich hab grad gefragt, mit Beinen oder ohne? Egal. Oh, Mann. Ich hab's dir noch gezeigt. Ja, yeah, und da habe ich nochmal nachgefragt, weil ich nicht sicher war. Egal. Typisch Wugert. Egal.
Also ich meine das nicht schlecht. Oh Mann. Slabras ist übrigens 98 geworden. Also bei mir läuft mit den Lucky Shiny Tauschen. 100er, 296er, 98er. Ich darf es nicht verfluchen, nicht dass sie jetzt schlecht werden. Wir machen hier Tap and Go. Straight in the Minds, Leute. Kim Mugat versucht jedes Mal einen Rekord zu brechen. Der Rekord liegt glaube ich bei 15 oder 16. Zu Fuß. Muss man beachten. So. Noch sind wir 18, aber das wird sich noch legen. Mein Gott, ich falle hinter. Go, 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 Leute, go, go, go. So. Und nicht shiny. Raid Nummer 2. Wir sind schon bei Raid Nummer 3 angelangt, also Arena. Das heißt eigentlich direkt rein wieder. Ich start schon mal die Lobby. Startet die Lobby! Go, go, go! Erst wenn der tot ist vielleicht. Er kann doch schon die Lobby starten, er war nicht drin. Gut, dann warte. So, er kämpft nicht. Okay. Digga, ich hab das auf die Sekunde genau geschafft. Unterschätzt mich nicht. 15,76. So, go! Nein, rote Ampel, kein Go. Raid Nummer 3, wir laufen zu Raid Nummer 4. Und magischerweise habe ich bisher jeden gefangen. Ohne Berge, ohne großartig. Einfach werfen. Manchmal habe ich sogar straight geworfen. Wenn er auf der linken Seite ist, da kann ich nicht mehr curven. Gott, Netzwerkfehler. Go, 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 go. Servus. Leider nicht. Leider nicht. Raid Nummer 4. Auf dem Weg zu Raid Nummer 5. Hier sind zwei blockiert, beziehungsweise einen haben wir ja schon gemacht davor. Und wieder habe ich den auf magische Weise gefangen mit schlechten Würfen ohne Berge. Also bisher 100% Fangquote. Aber nur Shinies, nur 100er, nur die saftigen Arena-Punkte. Wir sind nur noch 10 Leute. Oder 10 zumindest im Raid. Gehen zu schnell, ich muss mich mal wieder beeilen. So. Also das ist der lange Weg. Deswegen finde ich die Route möglicherweise nicht die beste. Hier, also da sind irgendwie so 7 Arenen und dann bis zur nächsten Anhäufung an Arenen ist halt dieser eine lange Weg. Ja, man kann fangen in der Zwischenzeit, aber da geht schon eine Menge Zeit verloren, also das ist echt schon eine Strecke. Und? Ah, schade. Wir sind wieder zurück. Ich hab 2-3 Raids verpasst, es war zu hektisch. Unsere Serie ist gerissen. Ich habe jetzt nicht jeden gefangen. 2 sind leider geflohen oder 3 auch schon. Nur noch 15 Minuten. Ja, ich weiß nicht. Sieht schlecht aus mit einem neuen Rekord. Ich glaube, es werden so 13, 14, 12, irgendwie sowas an Raids. Mein Gott, die wollen jetzt noch die Strecke ändern. Ich kann da
Viel zu spät sind wir losgelaufen, wenn wir dahin wollten. Immer diese Meckerer. Ich hab gesagt. Egal. Ja, wo wollen wir da hin? Ring und dann? Ich hab nicht aufgepasst. Ring, Ibis. Ibis? Oh mein Gott. Und Café Cosmos. Café Cosmos. Oh mein Gott, was ist das für eine Strecke? Ja, die sind doch alle da. Café Cosmos. Ja. Bei mir ist egal, ich brauche die Punkte auch auf den Agent. Aber. Ja. Die Strecke ist, glaube ich, nicht so optimal. So. Nächste Raid. Zwei schaffen wir, glaube ich, noch. Alter, was? Ist ja bei 85 stehen geblieben. Also 16,85 habe ich erst letztes gesehen irgendwie. Ja, okay, ich denke schon. So, letzter Raid. In letzter Sekunde noch geschafft. Der ist aber überzogen, also der war danach noch offen. 13 Raids, glaube ich, geschafft. Ich war bei allen dabei, die meisten gefangen. Leider kein Shiny, leider kein Guter. Was soll man machen? Das ist hier die letzte Chance. Ansonsten mache ich, glaube ich, keine Tour mehr. Nur der normale Pass bis das Kyoge da ist. Nächste Woche nochmal Rage-Stunde. Also die anderen überlegen, eine neue Gute, um den Rekord zu schlagen. Vielleicht mache ich mit, nur um den Rekord zu schlagen, aber das schauen wir noch. Oh Gott. Komm, Shiny. Shiny zum Abschluss, komm. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Nein. So Leute, das war's auch schon wieder. Eine kleine Rage-Stunde. Ich glaube, wir haben 13 Raids geschafft. Ja, Cristina ist jetzt nicht so toll und leider Shiny los. Aber es war trotzdem lustig. Die Runden sind immer lustig. Und das generelle Interesse an Raids ist eigentlich schon gesunken, aber... weiß nicht. Macht halt immer noch Spaß. Ja, mal schauen, was so aus den Raids wird und den zukünftigen Raid-Stunden. Eure Meinung unten in die Kommentare. Wie lief eure Raid-Stunde? Habt ihr da mitgemacht? Und wie seht ihr das mit den Raids in der Zukunft? Denkt ihr auch, dass die auf einem absteigenden Ast sind? Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.